Also das nenne ich einen Lady-Diva-Auftritt. Naja, du hättest mich mal bei meiner letzten großen Tour sehen sollen. Ich wurde in einem Wagen von 20 Roboter-Flamingos auf die Bühne gezogen. So glamourös. Na, sieh einer an. Ich hab dich ja so sehr vermisst. Na, komm schon. Hey. Wenn Royal Bee anruft, ist ihr BFF am Start. Ganz besonders dann, wenn sie sagt, dass sie eine große Überraschung für mich hat. Ich hab den Laden gekauft. Machst du wirklich? Ja, so sieht's aus. Willkommen in eurem neuen, alten Lieblingsdiner. Okay, aber hier alles auf Vordermann zu bringen, wird ziemlich anstrengend. Und falls du es vergessen hast, ich bin auf Tour. Ach, kommt schon. Wir arbeiten zusammen und setzen hier alles in Stand. Das wird Spaß machen. Richtig. Spaß. Ach, Bee, ich bin mega beschäftigt. Ich bin auf Tour, mache Musikvideos. Davon abgesehen arbeite ich an unserem Album. Und ganz nebenbei, das wird ziemlich krass. Ich meine, ich bin für dich da, aber ich bin zu busy mit dieser ganzen Diva-Sache, um irgendein Diner zu restaurieren. Da bin ich wieder. Das nehme ich mal. So gefällst du mir, Neonlicious. Warte mal, Bee. Ich versteh's nicht. Warum sollte eine Musikproduzentin und mega erfolgreiche Influencerin wie Royal Bee denn irgendein Diner aufmachen wollen? Also, ich muss euch dann noch was erzählen. Ich hab nicht nur das Diner gekauft, sondern das ganze Gebäude. Das ganze Gebäude? Ernsthaft? Ich glaub's nicht. Ja, alles meins. Und ihr seid natürlich immer willkommen. Tja, wenn du einen dreistöckigen Sneakerschrank mit drehbarer Vitrine da oben hast, reden wir weiter. Was? Bilde ich mir das gerade ein oder ist da plötzlich eine Bühne aufgetaucht? Wo kommt die denn her? Oh. Naja, sowas passiert hier eben. Es gab hier ein paar Überraschungen in den letzten Jahren. Das macht dieses Gebäude hier natürlich um einiges interessanter. Was meinst du mit Überraschungen? Hier gab's keine Überraschungen, als wir hier noch abhingen. Hier passieren echt verrückte Sachen. Zum Beispiel verwandelt sich ein Raum plötzlich in was ganz anderes. Oder ein Kühlschrank verschwindet einfach so. Ein Haus voller Überraschungen. Wow, Boss Queen hat mir vor dem Verkauf nichts davon gesagt. Oh, ich brauche erstmal einen Grünkohl-Bananen-Smoothie. Nice. Und jetzt, wo wir wissen, dass wir hier eine Bühne in den Raum zaubern können, habe ich schon eine tolle Idee für die Party. Willst du den Trailer zu deinem neuen Film zeigen? Nein, ich dachte, vielleicht liefert uns Lady Diva eine von ihren völlig abgedrehten Shows. Und wie willst du bitte all diese Roboter-Flamingos auf die Bühne bekommen? Wir können ihren Wagen auch einfach von Roboter-Hamstern ziehen lassen oder was auch immer. Bist du dabei, Lady Diva? Nur damit ich's verstehe. Erst kaufst du einfach ein Diner. Dann sollen wir alles stehen und liegen lassen, um dir zu helfen. Dann sollen wir ganz spontane Party organisieren. Und jetzt willst du, dass ich bei dieser Party in letzter Sekunde auftrete? Entspann dich, Lady Diva. Ich verstehe komplett, was du meinst, aber du weißt, dass Bee es nur gut gemeint hat. Ja, ich weiß. Sie ist mein BFF. Aber heute kann ich dir nicht helfen. Ich habe heute Nachmittag einen Videodreh. Wirklich? Den kannst du nicht verschieben? Hör zu, mach dein Ding, aber ohne mich. Sorry. Hey, Lone Star. Mitten in der Wüste zu drehen war echt eine gute Idee, Lady Diva. Das wird ein richtig cooles Video. Ja, ich liebe es hier. Die Sonne, die offene Wüste. Hier kommt man zur Ruhe. Naja, meistens. Sag mal, was läuft denn so bei den Girls? Royal Bee hat doch letztens ein Foto von ihrem riesigen Haus gepostet. Ich will nicht darüber reden. Naja, irgendwie schon. Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden will. Also, nach dem Videodreh habe ich eine Kostümprobe für mein neues Albumcover. Dann eine Probe für meine Tour und dann muss ich wieder zurück ins Studio für...
Wartet mal. Ist das etwa... Das kann nicht sein. Na, wenn das mal kein Zufall ist. Hey! Hi! So cool, dass du es geschafft hast. Ich freue mich echt, dich zu sehen. Na, wie geht's dir? Toll, siehst du aus. Diese Party ist dope. Royal Bee, du hast es mal wieder geschafft. Okay. Sieht so aus, als hätten hier alle ihren Spaß. Die Diva hat's geschafft. Lady Diva, du bist gekommen. Wow, unser Bibi-Driver-Spiel. Oh, ist mein Highscore noch gespeichert? Ja, dieser Automat hat mich daran erinnert, was ihr mir bedeutet. Und was auch immer bei euch passiert, ich will dabei sein. Oh, das freut mich. Leute, genau so muss das bleiben. Wir alle zusammen. Ja, und deshalb drehe ich mein Musikvideo hier. Was auch passiert, ich weiß genau, ihr versteht mich. Niemand ist wie ihr, Glitzer fällt auf euch herab. Kommt, wir tanzen die ganze Nacht. Ja, heute wird es laut. Komm! Tanz zu dieser Melodie und sagt mir nach, ich bin eine Queen. Und der Preis für das beste Album des Jahres geht an Lady Diva. Und das Publikum flippt aus. Ich werde bald einen riesigen Trophäenschrank brauchen. Oh? Neon Kitty, denk nicht mal dran. Oh, ja, ich habe eine Schwäche für Süßes.